super geklappt. Die erste Veranstaltung war schon toll, die zweite Veranstaltung jetzt war wieder toll. Die Bläserklasse angefangen, der kleine Chor, das Theaterstück, der große Chor und natürlich der Lehrerchor. Sehr zufrieden. Nee, super. Kommen wir direkt zur ersten. Ein Weihnachtsfest ohne Omas werden berühmt. Weihnachtsplätze ist kein richtiges Weihnachtsfest. Sie sorgt einen vollen Beutel mit Omas originalen Weihnachtsplätze und ihr besteht die Aufgabe. Also dann, wie kommen wir zu unserem ersten Halt? Das Haus von Oma Holle liegt genau auf meinem Weg. Ich kann euch dort absetzen. Ja, super. Erster Halt, Oma Holles Haus. Ich habe das Stück an sich geschrieben und habe auch die Proben geleitet von der Theatergruppe. Wir haben quasi zusammen die ganze Bühnenbild einstudiert. Wir haben die Proben halt zusammen gemacht und ja, also der Herr Haneke, der hat mir auch sehr viel dabei geholfen. Ich glaub, dass mancher sie wohl kennt, die kleine Keksemaus. Sie schleicht gern, wenn die Mutter weg, ganz heimlich durch das Haus. Und plötzlich fehlt am Teller dann ein Keks, dann zwei, dann drei. Ich lächle nur und sag, dass es die Maus gewesen sei. Ich lächle nur und sag, dass es die Maus gewesen sei. Nicht ich. Nein, wir waren's nicht. Nicht ich. Das persönliche Highlight für mich war die Bläserklasse. Unsere Tochter dort spielt und was in den ersten 3-4 Monaten jetzt vollbracht wurde, das war aus meiner Sicht schon beeindruckend. Man hat es zwar zu Hause immer gehört, aber in der Masse alle zusammen war sehr schön. So rund und war schon so komplett und das ist bestimmt wieder Wiederholungstäter. Klar, definitiv. Ja, unser Weihnachtshighlight. Sehr, sehr gut gefallen. Es war wie jedes Jahr ein fantastisches Programm und da was rauszuheben ist wirklich schwer, aber das ist natürlich so am Pestalozzi-Gymnasium, dass der große Chor da schon vieles aussticht. Da war wieder traumhaft. Zum einen natürlich sowieso gesanglich, aber zum anderen muss man eben auch bedenken, wie viele Jungs dort dabei waren. Also 30 Herren in einem Schulchor, das ist sensationell. Da kann man auch nur Max Röber als Chorleiter ein Riesenkompliment aussprechen, wie er so viele junge Leute auch dieses Jahr wieder motiviert hat. Das war echt klasse. Es kommt ein Schiff,
Mir hat es super gefallen. Mir hat vor allen Dingen gefallen, dass die Schule eine Tradition pflegt, die die Kinder zu guten Menschen erziehen kann. Dass eine Kollektivität erkennbar war, wo die Schüler untereinander sich gut verhalten haben und super gespielt haben. Es war ein Erlebnis, das heute zu erleben. Die Alterskategorien zwischen sehr kleinen, also sprich die fünfte Klasse, bis hin zu den Großen, den Erwachsenen, es war super.